Und damit herzlich willkommen zurück bei SWAT 4. Möchtest du vorlesen? Warte mal, na, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Hier ist irgendwas, das möchte ich so nicht. Ich möchte gerne einen anderen Level haben, sonst fehlt er uns nämlich. So, Neustart, bam. Uns fehlt uns ja der beste Level, einer der besten Level. Ja, auf jeden Fall. Der ist wirklich... Der ist richtig böse. Der kann auch echt fies sein, wenn er nämlich noch Besuch hat. Das kommt nämlich auch vor. Ja, so. Das Coole, was ich nämlich in der letzten Folge schon sagen wollte, was ich irgendwie wieder vergessen habe, was das Coole ist halt dadurch, dass das so unglaublich alt ist, das Spiel, trotzdem das so alt ist, ist halt jedes Mal spielen komplett anders, ja. Weil das ist nicht geskriptet. Also das ist wirklich absolut random, wo wer sich aufhält und wie wer sich verhält und so. Also die können auch innerhalb verschiedener Level, sag ich mal, wenn du dreimal den Level spielst, dann, keine Ahnung, mal kniet er sich sofort hin, mal leistet er Widerstand und so, das und das ist richtig. Total cool. Was allerdings festgelegt ist, ist, wo die quasi am Anfang sind und wo die Sachen sind, die du finden musst. Davon ja, gibt es dann aber jeweils pro Level so 5, 6 Varianten, also das ist jedes Mal schon anders, aber irgendwann hat man doch alles gesehen. Aber es verändert sich auch laufend, weil wenn ich zum Beispiel einen festnehme, kann das schon sein, dass ein anderer dann durchdreht und auf mich ballert und solche Sachen. Also es ist wirklich jedes Mal im Prinzip eine andere Mission. Ja, dann lies mal bitte vor, was wir vorhaben. Bereit machen, Leute. Das hier wird schwierig. Unsere Zielperson Lawrence Fairfax ist der Hauptverdächtige bei einer Reihe grauenvoller Morde. Hier noch einmal ein Rückblick. Ich schnauze jetzt meinen obligatorischen Einsatzleiter-Schnauzbart. seit eineinhalb Jahren verschwanden 7 Frauen, die alle an der staatlichen Universität studierten. Ihre Leichen wurden jeweils 1 bis 3 Wochen später gefunden und wiesen Foltermale und Verstümmelungen auf. Der Mörder war vorsichtig und die Gerichtsmedizin war nicht in der Lage, verwertbares DNS-Material, das heißt Desoxyribonukleinsäure, haha, ich bin klug, von den Leichen zu sichern. Ich muss runterscrollen. Das hat sich allerdings in dem jüngsten Fund geändert. Heute Morgen wurde von einem hiesigen Arbeiter ein weiteres Opfer entdeckt. Einige DNS-Spuren unter den Fingernägeln der Frau passen zu einem Mann, der von der Ermittlungsgruppe befragt worden ist. Lawrence Fairfax. Es gibt eine Schwierigkeit. Noch eine Studentin, Melinda Klein, wird seit ungefähr 2000... sage ich jetzt einfach mal, weil 2000 Panne klingt, am 18. Oktober vermisst. Das war vor 6 Tagen. Falls Fairfax sie gefangen hält und nach dem Profil vorgeht, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie noch lebt. Unsere Rettung, ihre Rettung hat absolute Priorität. Deshalb gehen sie ohne Warnung vor. Was unsere verdächtige Person angeht, Fairfax ist augenblicklich vorübergehend als Zimmermann, bla 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 bla. Also ist halt so ein Dude, der entführt Frauen und bringt sie dann um. Und das sieht so aus, als wäre er das, genau. Genau, und zu deiner Information, ich spiele tödlich die Mission. Ich spiele non-lethal. Ich spiele immer alles non-lethal. Sogar die Hardcore-Missionen, wo dann irgendwelche Terroristentypen mit AKs auf uns ballern, werde ich non-lethal machen. Ja, ich nehme aber auch nur 9mm Hohlmantel mit. Naja. Ja. Dann drück mal bereit. Nicht so die, damit den Leuten nicht so die Ohren klingeln, mache ich noch einen Schalldämpfer drauf. So, wir gehen vorne rein. Schön auf jeden Fall, dass hier so ein Halloween-Pumpkin liegt. Ja, es ist auch so, absolut wir verständlich. Wir gehen leise rein. So. Hast du einen Opti-Stab dabei? Ich habe nämlich jetzt einen. Ja, ich habe auch einen. Achso, dann ist gut. Dann Opti-Stab ist Standard, ey. Ja, sicher. Ich hatte nur vorhin nicht die Möglichkeit, weil, ne, ich, Wo ist denn mein Opti-Stab jetzt? Auf der 7 oder was? Auf der 9. Ach, Mensch, auf der 9. Das ist meine Türknack-Schrotflinte. Genau. Das machen wir aber leise, damit uns der Typ nicht abhaut. Warum kann ich den dann nicht runterschieben? Geht doch. Echt? Hat er bei mir nicht gemacht. Hier ist aber keiner hinten dran. Also die Tür ist sauber, allerdings rechts direkt durch zu so einem Wohnzimmer und Hausvorbereich. Du hast kein Schlossknackkit dabei, nehme ich an. Nö, ja, ist rot. Ich habe aber ein Schlossknackkit. Ach so. Zack. Dann fall in. Willst du eine Flash schmeißen? Nee, brauchen wir nicht. Ich habe keinen gesehen, deswegen, das wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Ist auch ein schönes Haus, muss man sagen. Ja, hier mit den Müllsäcken. Ah, richtig schön eklig. Alles voll mit Kakerlaken. Wo wollen wir jetzt zuerst lang? Hier, Wohnzimmer?
Ja, wir gehen erstmal sichern wir die offenen Räume ab, würde ich sagen. Oh, da ist jemand. Das ist die Mutter, ne? Ja, baller die, Ich überzeugt die mal, hab dass sie irgendwo sich hinsetzen möchte. Pfefferspray. Ich will Pfefferspray benutzen. Da ist es. Deck mal den Flur ab. Ja. Schnauze. Schnauze! Folgen durchs Gesicht. Genau. Police Brutality direkt. Hast du sie gemeldet? Ja, Ja, ne? habe Ja, ich. gut. Dann erstmal die Räume. Ja. Jeder macht Das einen, ist die Tür oder? zur Küche, ne? Ja, das ist die zur Küche, da ist nichts. Ja, nee, nicht jeder macht einen. Wir machen das schon zusammen. Dann sichere ich den Flur, während du die Tür aufmachst, falls hinten einer rauskommt. Mach mal bitte die Tür auf. Ich will eine Flash reinschmeißen. Okay, drei. Ach so, nee, es muss geknackt werden, warte. Okay, drei, zwei, Ja. eins. Voll, Badezimmer. Ist auch keiner drin, ne. Police, freeze! Ja, Get zum the Glück haben wir noch fuck eine. down! Weil ab und zu ist der nämlich im Schlafzimmer hier drin. Ja, das ist richtig, aber. Ich kann noch eine Flash schmeißen. Ja, ich muss aber eine Ladung anbringen. Warte. 3, 2, 1. Oh, ja, jetzt. Der zählt selber nochmal runter. Toll. Ja, so klack, klack, klack mit den Fingern, ne? Ja. Mutters Schlafzimmer scheinbar. Hier ist auch alles sauber. Ja. Okay, dann gucken wir hier nochmal rein. Ich bin mal unvorsichtiger. Hier ist zumindest mal nichts. Ah, dann ist er da, wo es halt richtig beschissen wird. Richtig. Hier Unten ist ist auch auch keiner nichts. mehr. Nee, Ne. Ja, dann bleibt ja nur noch eins. gut. Der richtige Dreckskack. Ja, der Keller. Okay, ich gucke erstmal durch. Und hier steht dann nämlich auch hier in der Tür schon. Aber da ist nichts zu sehen. Aber er hat eine Kamera, der Spaß. Wenn wir reinkommen, direkt rechts oben ist eine Kamera. Ja, ich mach mal die Tür auf. Ach so. Da. Ja. Okay, hier hinten ist ziemlich viel Freiraum, das ist blöd. Aber hier scheint keiner zu sein. Jede Menge tote Ratten. Und tote Ratten. Und tote Ratten. Was zur Hölle. So. Vorne ist die Waschküche, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Hier ist dies verschlossen, warte. Ja, warte, ich mach's auf. Okay. Ich hab doch alles dabei. Tu mit deiner Pumpe. Ja. Bam! Okay, Garage. Ja. Oh, Radio. Gut. Was ist da hinten? Da hinten ist nur eine Tür. Ich glaube, das ist aber Ausgang. Ja, hier Ja. geht's nur raus. Da steht Ich auch ein denke nicht, dass er SWAT-Wagen. da raus will. Nee, da steht auch ein SWAT-Wagen, also Ja, selbst wenn er da deshalb. raus will. So, Hinten hier ist vorne nicht ist viel. nämlich die Waschküche, da steht er ab und zu drin. Ja, oder hier rechts im Flur lang, aber da ist er auch nicht. Okay. So, warte mal. Ist eh Vorher. verschlossen. Ja, ich schmeiß da mal CS-Gas rein. Ja, ich mache auf. Warte. 3, 2, 1, go. Na toll. Was denn? Die Ach so, lag nee. eigentlich ganz Ja, der gut. war gut. Oh, wir haben aber keine Gasmasken auf. Nee, ist richtig. Aber der scheint da drin zu sein, so wie sich das anhört. Ja, da ist er, da ist er. Links hinten, links hinten. Ich habe keine Waffe draußen. Dann geh weg. Er hat aber aufgegeben. Alter, wie der auch aussieht, ey. Ja. Voll Ja, der komm her, Geist. Bro. Waffe ist eingesammelt. Ihr seht schon, er ist auch ein bisschen obsessed with himself. Weil die Ja, ist schön hier Sachen. auch, ne? Tropft so von der Decke alles. Ja, und dann bleibt uns immer nur noch die Tante zu finden. Und dazu gehen wir Ja. erstmal in seinen lustigen Sex-Dungeon. Erstmal hier ist eine. Und die letzte ist da hinten drin. Warte, 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 warte. Okay. Was denn? Ach so, da geht's noch weiter runter. Erstmal gucken wir hier die Masken, die er offensichtlich von seinen Opfern macht. Nice. Das ist doch mal eine richtig schöne Stimmung für ein Computerspiel, finde ich. Ja. Ah, So. er hat ja gesagt, er ist Zimmermann und naja, offensichtlich ist er das Ja, wirklich. wer kann, der muss. Ja. Oh Gott. Wow! Benner!
Los, Mädchen, geh auf die Knie, damit ich dich festmachen kann und dann ist alles gut. Aua. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht, ich hab's auf sie geschossen aus Versehen. Okay, das war's. Das war's. Nice. Ja, haben wir noch alles abgeschossen, wunderbar. Krasse Mission, aber es gibt noch eine krassere. Die Sektenmission, aber da kommen wir später dann noch zu. Ja, die ist auch richtig mies. Ja, 100 von 100. Viele sind. Chefinspektor. Ja. Ja, alles andere wäre auch ein Witz gewesen an der Stelle. YouTube, dann würde ich sagen, das lief ganz gut. Der Typ ist ein bisschen eklig, aber... Ja, so ein bisschen. Aber erstmal ist er jetzt erstmal... Er kann erstmal sich unter seinesgleichen begeben und mit denen ein bisschen fachsimpeln. Genau, sich so ein bisschen klön schnacken, was man hätte richtig machen können oder anders. Richtig, und ich denke auch Mutti darf erstmal ein paar Tage. Ja. Ein paar Tage im rausgebracht hat. Richtig. Ah, schon fies. Naja, gut, dann tschüss. Tschüss.